dann sehe ich diese beiden Autos dort und ich weiß, dass ich nicht hinter ihnen landen kann, weil das Flugzeug sie einfach rammen würde. Vincent Fraser ist ein unerfahrener Pilot. Erst seit einem guten halben Jahr hat er eine Fluglizenz. Er ist mit einem Kleinflugzeug über North Carolina unterwegs, als er etwas bemerkt, was sich kein Pilot wünscht. Das Flugzeug fing an, irgendwie den Geist aufzugeben. Obwohl die Nase nach oben zeigte, ging es in eine Art Sinkflug über. Und da wusste ich dann, dass mit diesem Triebwerk etwas nicht stimmt. Der Pilot ist nicht allein im Cockpit. Er hat seinen Schwiegervater dabei, mit dem er sich ein Grundstück ansehen will. Ich habe ihn angeschaut und ich glaube, ich habe ihm gesagt, dass ich ihn liebe und dass es mir leid tut, ihn in diese Situation gebracht zu haben. Das war sozusagen meine Art, mich zu entschuldigen. Für den Fall, dass etwas passiert. Hey, ich liebe dich und es tut mir leid. Und er sah mich an und sagte, ich liebe dich auch. Du tust dein Bestes, du bist ausgebildet und ich habe volles Vertrauen in dich. Da habe ich mir nur noch gesagt, das Spiel beginnt. Lasst uns das hier lebendig überstehen. Doch der Zeitpunkt für den Triebwerksschaden ist mehr als ungünstig, denn sie sind in den Bergen, keine ebene Fläche ist in Sicht. Fraser entscheidet sich dagegen, auf einer Brücke zu landen und will Richtung Fluss, als plötzlich der Highway Nummer 19 vor ihm auftaucht. Der Highway 19 liegt zwischen den Bergen, genau da, wo man ihn nicht sehen kann. Also dachte ich, das ist unsere Straße, das ist unsere Straße. Allerdings tauchen schon die nächsten Probleme auf. Ich bin also über der Stromleitung geflogen und dann sehe ich diese beiden Autos dort und ich weiß, dass ich nicht hinter ihnen landen kann, weil das Flugzeug sie einfach rammen würde. Ich weiß also, dass ich mich fallen lassen muss, um mehr Geschwindigkeit zu bekommen, um vor ihnen zu landen. So werden sie hoffentlich auch das Flugzeug sehen und bremsen. Ich bin dann also vor ihnen und jetzt kommt die Kurve. Ich kann also noch nicht landen, weil ich nicht um die Kurve fahren kann. Also muss ich die Maschine gleiten lassen. Jetzt bremse ich hart und höre die Reifen quietschen. Und dann kommen diese Fahrzeuge. Also drücke ich auf das rechte Ruder, ziehe die Handbremse und versuche einfach, den Autos zu entkommen. Wie durch ein Wunder geht all das gut. Niemand wird verletzt. Weder Flugzeug noch ein einziger Wagen bekommen auch nur einen Kratzer ab. Ich habe weniger als 100 Flugstunden. Ich hatte sehr wenig Erfahrung in den Bergen. Ich habe mit ein paar Freunden von mir gesprochen, die Piloten sind und viel erfahrener und besser ausgebildet. Und sie sagten nur, ich weiß nicht, wie du das geschafft hast. Wenn man sich das Gelände ansieht, wenn man sich alles anschaut, ich weiß nicht, wie du das geschafft hast. Du hattest einfach Glück. Es war Glück. Ich weiß nicht, ob es Können war, ich weiß nicht, was es war, aber ich wollte einfach nur leben. Vincent Fraser ist ein ehemaliger Marinesoldat. Derzeit arbeitet er als Flugbegleiter. Er möchte Verkehrspilot werden und das hat er schon gezeigt. Die Nerven dafür hat er allemal.